Und bringt uns eine echte Herausforderung! Ihr langweilt die Wächter der Galaxie! Was machst du da, Mann? Wir... Vorsicht! Noch heiß! Wir müssen da durch! Ich mach das! Käfer! Du musst besonders vorsichtig sein, wenn wir auf die richtig großen Roboter treffen! Wer ist Käfer? Wieder in ein Loch! Toll! Du magst Löcher! Mist, Riesenroboter! Ich hasse diese Dinger! Falls das wirklich ein Roboter ist. Was soll das denn? Er läuft mit Glaubensenergie, richtig? Und die kommt von Personen! Okay, lass sie weg! Anscheinend hat Boom uns schon verziehen! Bleib bloß über Wasser, wenn das Ding in der Nähe ist! Welche bestellen? Sei vorsichtig! Steh auf, Großer! Ich bin groß! Danke, Kuppel! Räum sie weg, der Asten! Erfasst dich, Mann! Gegen alles, Rocket! Hoffentlich visieren diese Monster nicht die Käfer-Lady ab! Mit welchen Käfen hättest du sie wahrscheinlich schon gesehen! Schwierig, wenn du 200 Kugeln im Bauch hast. Das, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen. Der Lager benötigt unsere Unterstützung. Trotz deinen Chakra. Ich lasse mich hier nicht einsperren. Oh, Drax wird mörderisch. Wie im Kiln. Es wird mir Spaß machen. Ich frage mich, ob manches mir für Nahkämpfe bewiesen solche Anklingen bauen können. Sie scheinen ihren einzigartigen Kampfstil zu unterstützen. Ich bin groß. Ich hasse diese Dinger, falls das wirklich ein Roboter ist. Was soll das denn? Er läuft mit Glaubensenergie, richtig? Und die kommt von Personen. Ah! Anscheinend hat Boom uns schon verziehen. Bleib bloß im Wasser, wenn das Ding in der Nähe ist. Pack deine Starbox auf! Packen und ziehen gut! Ich seh! Gut gemacht! Ein unauffällig durchgeführtes Manöver! Spürst du das? Scheitern! Lassen wir kurz einen Prozess bedienen! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen! Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen! Mach deinen Frieden! Wieder ein Eiferer gegrillt! So bringt man sie auf in die Kirche! Nein, es ist noch ein ganzes Stück, bis wir Warlock erreichen. Jetzt, Gamora! Ja? Was macht ihr mit dem großen Bot? Der Apparat hat unsere Einigkeit nicht berechnet. Bereit zu zerstören! Ich bin echt froh, dass die Monsterkönigin auf uns aufpasst. Sie weiß, wie man einen Auftritt inszeniert. Und das jedes Mal. Ich mach kurzen Prozess mit diesen irren Kultisten. Glaubst du wirklich, in den Dingern stecken Leute? Es wäre nicht das Merkwürdigste, was uns begegnet ist. Unheimlich sind sie so oder so. Kommt, wir müssen wieder rauf, um Warlock zu erreichen.
Falls wir das hier überleben, sollten wir Lady Hellbender ins Team einladen. Wir haben auf dem Schiff keinen Platz für sie. Sie ist mindestens 3 Quills groß. 1,5 Quills. Höchstens. Ihre Rüstung allein wiegt bestimmt 6 Quills. Wisst ihr was? Lasst uns abstimmen. Laden wir Lady Gymnastikanzug ein? Nein. Ja. Nein. Peter Quill. Da sie mich wahrscheinlich immer noch ermorden will, sage ich nein. Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass das für die meisten gilt. Das ist fair. Ich bin Groot sagt auch nein. Die Abstimmung ist entschieden. Ich wurde überstimmt. Ist uns heut. Wir wurden nicht in die Leere hinausgesaugt. Weil Raker die Schwerkraft nicht ausgeschaltet hat. Hoffentlich ist er so mit dem Ritual beschäftigt, dass er nicht daran denkt. Sind wir sicher, dass Warlock auf der ganz anderen Seite ist? Ja, solange wir vorrücken, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Bestimmung. Wir werden hier nicht sterben. Und falls doch, werden wir Ultaz sehen. Korrektur, ich werde Ultaz sehen. Der Rest von euch landet in dem heidnischen Paradies, an das ihr jeweils glaubt. Aber ich frag nach, ob in meinem Platz für euch ist. Wohin gehst du, Quill? Ich folge meinem Bauchgefühl oder so. Vielleicht kommt Lady Hellbender bei der letzten Schlacht mit dem Magus dazu. Ich habe das Gefühl, sie hat alle Hände voll zu tun. Sie hat große Hände, starke Hände. Ja, schon klar. Sorry, Leute, aber ich das muss... Das ist ein legendärer Moment. Absurd werden noch in Generationen davon singen. Als die Wächter der Galaxie und Lady Hellbender. Ich habe euch gewarnt. Ich konnte es nicht halten. Das wird eine interessante Strophe für das Lied. Dass die Monster die richtigen Ziele angreifen. Sie ist die Monsterkönigin. Sie gehorchen ihr einfach. Übersetzung, sie füttert sie. Wo zum Schlag geht er jetzt wieder hin? Das nennt man Auskundschaften, okay? Es ist schade, dass Lady Hellbender zu Zeiten des Galaktischen Kriegs noch keine derartige Armee hatte. Sie hat ihr Vermächtnis geschafft. Wir können von Glück sagen, dass wir sie jetzt haben. Ja, und wir sollten sie nicht verärgern. Das war's, wir haben's fast. Bist du das da drin? Da. Spasibo, Wächter von Galaxien, für Hilfe das Kosmo-Versprechen verschmäht. Er jagt nicht länger Stöckchen, was ist Schlange. Und guck, Kosmo bringt mit Noel. Ja, schon geschnallt. Und Familie. Sag Privet, meine Pupsis. Ah, Kumpel, schön dich wiederzusehen. Ha! Kosmo ist ganz so viel nerviger Flo. Du denkst nur, Flo ist weg, aber plötzlich erbeißt dich in den Arsch. Er ist so ein guter Junge. Nicht. Kosmo ist bestes Junge. Jetzt wir geben diese Hirnflöhe solche Biss, wie sie verdienen. Zum Angriff! Ich hatte keine Ahnung, dass Noah Todesstrahlen verschießen kann. Klasse. Und der Hund hat seine Pfote auf dem Atomknopf. Ich muss wohl in Zukunft netter zu ihm sein.
Ich würde dieses Schiff zu gerne konfiszieren. Klar, es ist renovierungsbedürftig, aber das wär's wert. Bis das Ding lackiert ist. Ich würde Cammy vermissen. Es gäbe bestimmt ein Plätzchen für sie. Ich mach das. Ich bin froh, dass sie hier sind und auf unserer Seite kämpfen. Aber ich hasse es, dass diese Monster als Waffen Sobald wir in dem Felsen sind, werden wir uns wohl wieder mit dem großen Einiger auseinandersetzen müssen. Wir werden ihm auf die Zähne steigen. Ich habe erst einen von seinen Armen. Ich will unbedingt meine Sammlung vervollständigen. Moment, da stimmt was. Was war das? Mach mal Licht! Groot! Gib ihm eine Minute, er ist gerade durch den Weltraum geflogen! Auf Lack! Zieht eure Körperteile ein! Welche Teile? Alle! Mir gefällt das nicht! Raus! Natürlich, dir macht das Spaß! Achtet auf Trümmer! Zum Glück ist meine Haut so strapaziertfähig! Hoffentlich zerreiße ich mir nicht die Hose! Nur Loser tragen Hosen! Hoffentlich landen wir auf festem Boden! Fall nicht von der Kante, fall nicht von der Kante! Seht ihr, wie schnell ich bin? Das war mal was! Doch, bist du! Wow, das Tracker-Signal ist hier drin viel stärker. Wir nähern uns! Rakers Schergen werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Wir ihnen auch nicht. Wir sind hier wegen Adam Warlock. Bringt ihn zu uns, dann lassen wir euch gehen. Sie hören nicht zu. Ein Fanatiker weniger. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist. Behaltet die Seiten im Auge. Da gibt's viele Ecken und Winkel. Feiglinge, stellt euch wie Krieger. Jemand sollte diesen Ort überfluten. Am besten mit Klowasser. Ich würde Nervengas aus Zander freisetzen. Angriffe Kutschtee! Ich hab einen Gläubigen erschlagen! Gut! Wo der herkam, sind nämlich noch viel mehr. Halt sie unten, Groot! Unsere letzte Chance, den Magus aufzuschalten. Alles oder nichts! Wir wurden hierfür geboren! Das sagt schon der Name unseres Teams! Ach, sind wir sicher, dass das der Weg zu Warlock ist? Vertraue auf Warlocks Bootstracker! Wieder einen Kultisten eliminiert! Durchgeknallte Ehre verdienen es! Unsere Gegner halten sich nicht zurück! Nichts ist belebender, als ein paar Gotteslästerer auszuschalten. Stimmt's, ihr müsst ihn kopftüten! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Noch mehr Kombatanten, Peter Quill, willst du den Aufruf zureden? Das bringt nichts. Schaltet sie aus! Es wird
wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Leute, achtet auf Hinterhalte! An mir steigt keiner vorbei. Rücken wir weiter vor. Das Signal kommt aus den Tiefen der Mine. Ich bin Groot. Gute Frage. Wenn wir das Ritual wieder im Blickfeld haben, was machen wir dann diesmal anders? Gnadenlose und übertriebene Gewalt. Perfekte Antwort. Schwer zu glauben, dass die Kirche aus ein paar Bergleuten entstanden ist. Ich wünschte, sie wären beim Graben geblieben. Leg los, Rock! Das sieht zunehmend weniger nach einem Gefängnis für Warlock aus. Vertraue auf Warlock Tracker! Nathan Drax! Ich fürchte, ohne die Insektenfrau wären wir verloren. Nicht merkwürdig, aber wir schulden ihr eine Menge. Wieder ein Versprechen gebrochen! Sei nicht traurig! Lass uns weiter ihre Mistlichter aus! Ist Nikki wirklich irgendwo hier unten? Bei den Kind weiß ich nicht, aber Warlock mit Sicherheit! Ich wette, sie verwenden diese wertvollen Metalle für die Glaubenszellen. Ich wünschte, wir könnten einen Teil von dem Erz mitnehmen. Niemand wird mit dem Mist handeln, wenn es die Kirche nicht mehr gibt. Zu riskant! Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem. Der Apparat hat unsere Einigkeit nicht berechnet. Das muss doch wehtun! Lass ihn weg, Rocket! Behaltet die Seiten im Auge! Da gibt's viele Ecken und Winkel! Feindlinge! Stellt euch wie Krieger! Der Kampf mit Ihnen ist auch eine große Bedrohung! Woher wollt ihr überhaupt wissen, ob die Erfüllung begonnen hat? Ich hab nichts als ihre Fragnasen gesehen, sie voranstürmen! Sie kämpfen mit neuem Eifer. Nichts ist belebender als ein paar Gotteslästerer auszuschalten. Schlitz hier mit den Kotzen. Was jetzt, Peter? Prima, der Mach Gott ist bereit und gesetzte Aneignung im freien Raum. Wenn du unprovoziert angegriffen wirst, darfst du die Kriegsbeute behalten. Wir haben sie definitiv provoziert. Sie haben uns zuerst provoziert, oft sogar. Der Kerl frisst die Munition einfach! Der Glaube an die Wand! Der Herr kann den Ding auch nicht viel mehr! Du sollst nicht trauern, sondern kämpfen! Halte durch, Kumpel! Quill, unternimm was! Irgendwas! Mit Photosynthese! Bin ich mir das ein oder machen wir wirklich kaum Dale? Ja, das stimmt. Ich scharf darauf, wieder Peter Quill, entfessle dich gegen diesen Narren. Das war der Arm. Da kommst du nicht durch. Diese Tunnel brauchen eine ordentliche Plasmareinigung, wenn ihr mich fragt. Während der Kult noch drin ist. Dann ginge ja der Spaß los. Gute Idee, Kumpel. Wenn wir Erfolg haben, müssen wir danach zurückkommen und unseren Frachtraum füllen. Wir verkaufen das Erz auf dem Schwarzmarkt. Bezahlung für ordentliche Arbeit? Für mich klingt das fair. Also, den Sprung schaffen wir nicht. Peter kriegt das hin. Wirklich? Peter Quill besitzt magische Waffen.
Wir sind Sicherheitsinspektor. Zeigt eure Unfallen, damit wir sie überprüfen können. Jetzt muss das schneller. Also, Sicherheitsinspektion. Peng, nicht bestanden. Peng, du hast die Sicherheitsinspektion nicht bestanden. Sie sind tot, Drax. Stimmt. Du weißt, was zu tun ist, Quill. Schade, dass Lady Hellbender uns nicht ein paar Wachen mitgegeben hat. Mir wäre das zu riskant. Immerhin haben wir einige ihrer Freunde erschossen. Diese alte Werkbank ist zwar verkrustet, aber ich kann prima mit verkrustetem Werkzeug umgehen. Bereiten wir uns auf das große Spiel vor, Rocket. Wir müssen klug vorgehen. Das könnte unsere letzte Chance sein. Du siehst dich nur um, was? Okay, gehen wir. Okay. Hat jemand einen Kamm? Peter wahrscheinlich. Warum? Für die schicke Parade, die wir kriegen, sobald wir hier fährt. Was zum... Hey, seht mal, sie empfangen den Adam-Warlock-Kanal sogar hier draußen. Apropos Goldlöckchen, er müsste direkt auf der anderen Seite dieser riesigen Mörderbot-Armee sein. Kann doch nicht dein Ernst sein. Sie haben das Ganze mit einem Glaubensschild abgeriegelt. Meinst du, wir können ihn ausstecken, so wie auf Nowhere? Ein Versuch ist's wert. Aggression seitens der universellen Kirche der Wahrheit ist inakzeptabel. Tödliche Gewaltanwendung autorisiert. Kapitulation ist abzulehnen. Ich bin Wood. Heiliger Mist, sie sind zurückgekommen. Ja, natürlich. Zeig sie in World Mind. Wächter der Galaxie, ihr müsst euch von Bord dieses Raumschiffes begeben, bevor wir es unter Beschuss nehmen. Sekunde, Adam Warlock ist auf diesem Schiff. Unzutreffend, Adam Warlock ist im galaktischen Krieg umgekommen. Er ist hier und er lebt. Er lebt doch noch, oder? Die Kirche verschleppte den goldenen Gott. Wir sind hier, ihn zu befreien. Ihr habt es selbst gesagt, Adam Warlock ist der Einzige, der das hier aufhalten kann. Nun gut, dann konzentrieren wir uns auf das Dezimieren ihrer Verstärkung. Vorerst. Doch sputet euch, Wächter. Da wär noch... so eine kleine Art Wegsperre. Tretet vor. Und werde Zeuge des vollen Zerstörungspotenzials der Nova Force. Ja, Plagia. Scheiße! Das Wurmbein ist ein mächtiger Magier! Wir brauchen eine Verschlusspause, Groot! Der Elektro-Riese war voll fies! Zum Glück ist er erledigt! Du bist trotzdem doof! Es ist ärgerlich, dass das Wurmbein nicht früher gehandelt hat! Hey, wir sind durchgekommen! Machen wir was draus! Das heißt, es hat gelegt. Hier kommt der Schmerz. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bot schießen. Auf einmal habe ich sein Kaltbett nicht mehr gesehen. Hoffentlich verbrennen die Pläne für ihre Herstellung zusammen mit dem Rest dieses Ortes. Erinnert mich daran, mich nie mit dem Nova Corps anzulegen. Korrektur! Erinnert mich daran, mich nie wieder mit ihnen anzulegen. Ah. Anscheinend haben wir Aufräumdienst, Leute. In diesem Zustand sind sie keine Herausforderung. Keine 10 Pferde, hab ich recht? Thank you.
beschissene Drohne runter zu Goldmark. Haltet euch gut fest! An der Drohne, nicht den Backen! Großer Mist! Alle runter! Kommst du endlich zur Konfrontation mit dem Angeketteten, ihn zu strafen für seinen steilen Sturz? Halt doch einmal den Mund! Ich hab freies Schussfeld. Lass es! Wir können von hier oben keinen Kampf riskieren. Du tauchst am Vorabend unseres Aufstiegs ja auf. Weshalb? Um uns ein weiteres Mal alles zu nehmen. Ich? Was habe ich je genommen? Meinen Glauben! Und nicht nur meinen! Du hast deine Herde verlassen. Dieselbe Kirche, die wir aufgebaut hatten. Wir glauben, unser Gott sei tot. Und mit dir jede Hoffnung, die Verlorenen zurückzubringen. Ich dachte... Du hast mir meinen Sohn versprochen. Ich versprach nur Verbundenheit. Du suchtest Sklaverei. Meine Fehler waren vielfältig, aber dein Fieber ist nicht darunter. Genug! Genug jetzt! Das wahre göttliche Gefäß wartet. Du bist nur eine Hülle. Ein verblasster Schatten, aber selbst du wirst das Licht. Hör doch her! Halte inne mit diesem Horror! Raker! Wächter, brecht meine Bande. Raker richtet rastlos sein Restaurationsritual aus. Rocket, kannst du ihn da rausholen? Wenn's denn sein muss. Lass mich raten, Rakers Macht war mörderischer, als mancher meinen möchte. Wen schert schwadronieren über schwindende Chancen, Tochter von Thanos? Bald flutet falsche Frömmigkeit die Raker-Brut und mästet den Moloch. Nein, das wird nicht passieren. Dem schieben wir gemeinsam einen Riegel vor. Richtig? Richtig. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Wohl anrecken. Wer wartet, wird welk. Ich könnte ihn wieder anbinden. Was meinst du? Klingt verlockend. Falls der Magus Form findet, wird seine grenzenlose Gier die Schöpfung geschlossen schlucken. Außer du schluckst den Magus zuerst. Eine voreilige Vereinfachung. Wir müssen die Entität entfernen, die das Mädchen malträtiert. Aber wie viel von Nikki wird übrig bleiben? Falls ihr Licht lebt, verbleibt es verloren. Teil eines tatenlosen Traums. Drax war dem Versprechen erlegen und wir haben ihn rausgeholt. Anderenfalls wäre ich bei den Geistern meiner Familie geblieben. Der Magus hielt den Ketethianischen Killer im Kerker, aber mit einem sinistren Splitter. Ich bin cool. Well, hier geht's ums Ende der Welt. Schon wieder. Los, lauf! Frau Lockett, ihr kommt gerade zur rechten Zeit, das Wunder zu erleben. Großer Einiger, ihr vermögt sie doch zu halten, auf dass sie Zeuge werden? Sicherlich. Mantis, wo
Ich zieh dir die Haut ab. Groot, versuch ab, du. Peter, wir können sie retten. Du bist fast da. Konzentrier dich auf mich, Peter. Hör nur auf meine Stimme. Du musst mich finden. Du kannst sie noch retten. Peter! Hier drüben, Peter! Folge meiner Stimme! Sie braucht deine Hilfe! Komm zu mir! Komm zu mir! Dad! Dad! Hm? Komm schon, steh auf! Wir haben nicht viel Zeit! Wir müssen alles vorbereiten! Mom kommt gleich heim! Komm, steh auf! Nicky,